Wie berichtet, verließ AJ Lee kürzlich mit sofortiger Wirkung die WWE. Nun ist ein möglicher Grund dafür bekannt, denn der Arzt der WWE, Dr. Chris Amon, hat CM Punk ihren Ehemann angezeigt und das soll sie dazu bewegt haben, die Company zu verlassen. Ein zweiter Grund ist natürlich, dass sie auch schwanger ist, das ist aber noch nicht bestätigt, könnte aber auch ein weiterer Grund sein. Jerry Lawler steigt zwar nicht mehr für die WWE in den Ring, bestreitet aber trotzdem noch einige Matches. Zum Beispiel das letzte Match von ihm im August 2014, wo er in einem Piledriver-Match gegen Kevin Steen, heute bei NXT als Kevin Owens aktiv, antrat. Jerry Lawler, der 65 Jahre alt ist, wird am 23. Mai in Memphis, Tennessee in den Ring zurückkehren und ein Match gegen Bill Dundee, der bereits 71 Jahre alt ist, antreten. Das Match wird dafür gewrestelt, um Geld für das legendäre Mid-South Coliseum einzubringen. Sami Zayn war einige Zeit verletzt, wird aber am nächsten Mittwoch bei NXT ein Match gegen Rhino haben. Die Verletzungspause von Sami Zayn ist damit vorbei. Er wird nun also wahrscheinlich wieder ins Title Picture mit Kevin Owens gehen. Ob ein Match der beiden beim nächsten NXT Live Special schon wieder zu erwarten ist, bleibt abzuwarten. Allerdings ist dies schon fast in Stein gemeißelt. Es gibt einige Spekulationen für den Extreme Rules Pay-Per-View, denn er steht am 26.04. an und die Card wird immer konkreter. Vorherige Pläne sahen für den IC-Title ein Fatal 4-Way-Match vor, allerdings soll man nun Bad News Barrett gegen Daniel Bryan als Einzelmatch um den IC-Title ansetzen. Dolph Ziggler und Sheamus sind ja ebenfalls in das Titelgeschehen involviert, sollen aber vielleicht auch gegeneinander ein Einzelmatch bekommen, das heißt Dolph Ziggler gegen Sheamus könnte auch eine Option sein. Ein weiteres Match, was man auf die Card setzen will, ist die Paarung Roman Reigns gegen Big Show, noch nie gesehen, oder ein Tag Team Match zwischen Big Show, Kane und Roman Reigns mit Ryback. Auch der US-Title steht natürlich auf der Card bei Extreme Rules und so. John Cena gegen Rusev, das Rematch von WrestleMania. Dieses Match soll tatsächlich die Extreme Rules Stipulation bekommen, sowie Randy Orton gegen Seth Rollins um den WWE World Heavyweight Champion Titel. Bei der kommenden Raw-Ausgabe steht dann die Divas Battle Royale an, bei der die Gewinnerin ein Match gegen Nikki Bella um den Divas-Titel bei Extreme Rules erwartet.